So, da habe ich erstmal den einen von den Verkaufswagen in den Santa Fe soweit fertig gemacht. Das ist dieser hier. Da haben wir soweit motortechnisch ist alles schön. Sieht ja auch echt noch ganz gut aus, kann man sagen. Nichts irgendwie groß undicht oder weiß nicht, nichts hat irgendwie groß gefehlt. Springt gut an, läuft gut, sind wir ja auch schon hierher gefahren, haben wir wieder abgeholt zusammen und auch da lief er gut. Dann war noch, was hat er da gekriegt? Zwei neue Vorderreifen hat er gekriegt, nagelneu, ausgewuchtet schön, zack, zack, aufgezogen. Dann hat er jeweils auf dieser Seite, ja, warte mal, erstmal treffen hier, das weg, das war weg hier alles, das musste ich, ja, neue Bleche reinmachen so. Zack, 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 ne? Ist ja jetzt nicht ein super tolles Auto. Dann hatten wir hier einmal die Nummernschildleuchte. Die linke ging nicht. Da hat sich der Vorbesitzer wohl schon irgendwie irgendwas gebaut. Hat das die Fassung, die man ja in diesen Lampenkörper reinsteckt und dreht, so, war festgeklebt, war alles abgebaut, war festgeklebt. Habe ich jetzt wieder mit stabileren, viel stabileren Gewebeklebeband alles zusammengetüdelt. Geht auch wieder vernünftig. Dann waren auf dieser Seite noch zwei kleine Roststellen in der Karosserie. Hier halt genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Hat er hier unten noch mal was gehabt. Ja. Das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, von innen sieht er eigentlich auch noch schön aus. Ja. Ein cooles Auto. Ja, ist ein Santa Fe Hyundai, klar. Aber jetzt werde ich gleich noch mal eben hier ein bisschen, dass ich das richtig zurückgeht. Was habe ich noch gemacht? Von unten habe ich ihn einige Sachen mit Unterbodenschutz nachlackiert, dass das auch wieder schön aussieht. Guck, sieht echt gut aus. Der Himmel ist okay. Ich mag ihn, hier gibt es überhaupt nichts. Ich mag dieses Auto so wie er ist. Ist okay, kann man nicht fahren. Ist ein schöner Diesel und fährt halt, ne? Hat kein Allrad, nur Frontantrieb. Für den Verbrauch ist es gut. Für die Geländegängigkeit ist es natürlich beschissen. Gut, das ist halt ein SUV, aber. Ist halt kein Hart-SUV, Karts-SUV, wo auch mit Allrad ist halt. Ist halt so ein Möchtegern-SUV, so ein bisschen. Aber auch so Cockpit und so finde ich echt eigentlich nicht hässlich. Für so ein günstiges Auto. Wenn wir mal alles ein bisschen anmachen, dann sieht man das mal alles so ein bisschen. Die Armaturen sind ganz cool. Auch so, diese Holzapplikation finde ich eigentlich ganz okay für dieses Auto. Hier liegen die beiden Radmuttern, die gefehlt haben. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso schraubt man sowas nicht fest? Verstehe ich nicht. Egal. Ohne Worte. Ob wir den hier drin lassen, gucken, weiß ich noch nicht so genau. Alles elektrisch natürlich, Japaner. Oder keine Japaner, Hyundai sind, glaube ich. Keine Ahnung, Vietnam, Thailand, ich weiß nicht, wo die gebaut werden, kann ich nicht sagen. Mir ist auch egal. Gut, jetzt werde ich noch mal die Türgriffe ein bisschen nachölen, dass das alles Dingsbums ist. Dann kommt er raus und kommt morgen zum TÜV. Und dann wollen wir sehen, was wir damit machen. Obwohl, was wir damit machen, der ist ja schon verkauft, soweit ich weiß. Also brauchen wir uns darüber keine Gedanken mehr machen. Ist aber meiner Meinung nach auch ein Auto, was man wirklich ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, kaufen kann. Ich würde sagen, damit hat man noch ein bisschen Spaß. Der passt noch. Der wird einen noch ordentlich durch die Gegend eiern. Na gut,
Dann würde ich sagen, ich öle jetzt die Schlösser und dann sehen wir uns gleich wieder irgendwie. So, in der Zwischenzeit, immer noch Dienstag, habe ich mich dann jetzt um den hier auch noch gekümmert. So, was hatte der? Der hatte einmal hinten Reifen, die total porös waren. Die habe ich jetzt, also haben wir einen Satz neue geholt, also zwei neue. Die vorderen waren noch gut. So, jetzt habe ich die vorderen nach hinten gezogen und die neuen Räder habe ich auf die angetriebene Achse gesteckt. Das mache ich immer so und ausgewuchtet. Das mache ich eigentlich immer so. So habe ich das damals gelernt. Ob das richtig ist, heute noch, weiß ich nicht. Ich habe so gelernt. Was soll ich machen? So, alles in allem. Was hatte die Kiste noch? Ich glaube, ansonsten waren das jetzt nur die Räder, die wir noch machen wollten. Ich glaube, ansonsten hat er eigentlich nichts mehr. Na gut, der Motor ist halt, na, sieht man selber. Ja. Was das ist, der Klapperkasten von VW halt, Klapperkastenmotor, ja, was willst du sagen, jetzt haue ich noch die Radkappen drauf und dann kommt die Kiste erstmal wieder raus, ja, danach habe ich dann die, ja, was soll ich sagen, danach ist es mir dann gegeben, mich in aller Freude mit den Ford Explorer Zündkerzen zu beschäftigen, die super versteckt sind und wo man überhaupt nicht rankommt und wo man dich dann halt irgendwie wahrscheinlich den halben Motor wieder auseinanderbauen muss, nur um irgendwie diese 6 Zündkerzen da rauszukriegen. Gut, schauen wir mal. Die Karre ist schon verkauft. Wird angezahlt. Also wir müssen natürlich zusehen, dass wir das Ding so schnell wie möglich gebacken kriegen. Damit der Kunde sein Auto kriegt, wie sich das gehört. Ja? Dafür sind wir ja da. So soll das sein. Genau so soll das sein. Also ich finde, für meine Begriffe läuft der Autohandel im Moment echt sehr gut. So. Seit wir wieder angefangen haben. Ist meine Einschätzung. Max hat vielleicht eine andere Meinung. Meine Meinung ist die. Okay. Ja. Ja. Es läuft so gut, dass Max eigentlich gar nicht hinterherkommt, richtig vernünftige verkauft. Er kommt gar nicht mehr hinterher. So gut verkauft sich das im Moment hier alles. Ja, so muss das sein. Alles klar. Wenn ich den scheiß Explorer da drin habe, dann melde ich mich wieder. Ja, moin. Was heißt moin? Immer noch der gleiche Tag, immer noch Dienstag. So, da der tolle schwarze Golf-Kombi nicht angesprungen ist, die Batterie leer war, habe ich die jetzt erstmal angeschlossen. Und lasse ihn jetzt hier erstmal eine Runde laden. Jetzt haben wir mal, gucken wir mal, was er sagt. Batterie 12 Volt, na, das ist ja mein Ding. 90%. Na, schauen wir mal, inwiefern die sich wieder erholt. So, jetzt haben wir uns den Super Explorer reingeholt von Michi, den wir damals da geholt, getauscht haben. Wisst ihr noch? Ihr wisst besser Bescheid wie ich. So, sehen wir hier. Da die Kerzen. Die sitzen da unten. Ich weiß nicht, ob man das so häufig sehen kann. Da unten sitzen die noch. Das habe ich schon rausgeschraubt, die Kerze. Da unten ist noch ein Loch hinter dem Peilstabding. Ich glaube, ich habe gerade ausgemacht. Also warten wir nochmal. Ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Die Kerze da nochmal, klar. Na, und da, diese, die hier drin ist, der Stecker steckt schon drauf. Die ist schon neu gekommen. Das ist die, die, weshalb er am Anfang nur auf 5 Zylinder lief. Die Kerze war komplett kaputt. Aber wirklich komplett kaputt. Da war
diese ganze Keramik, das hat sich alles gelöst, die ist komplett auseinandergefallen eigentlich, die Kerze. Gut. Die sehen ein bisschen anders aus. Die Kerzis, die neuen. Das sind einmal die drinne waren, Motorkraft. Ford verwendet ja Motorkraft. Naja. Die sehen nicht mehr schön aus. Allerdings, was mich ein bisschen hier wundert, ist, dass das Gewinde hier so kurz ist und bei denen, die wir bestellt haben, gekauft haben, das Gewinde so lang ist. Das gefällt mir nicht so hundertprozentig. Da wir aber die eine Kerze schon reingeschraubt haben, scheint es damit wohl keine Komplikationen zu geben. Okay. Erstmal die Seite. Später, wenn wir hier durch sind, so, geht es dann hier hin. Und hier sieht man schon mal, so, da unten irgendwo sind die Kerzis. Die sieht man von hier nicht mal. Hier sieht, auf der Seite sieht man sie ja wenigstens noch. Also, aber von hier auf der Seite, wie gesagt, sieht man sie nicht mal. Wird bestimmt noch sehr lustig. Gut. Das ist das, womit ich mich jetzt erstmal beschäftigen werde. Moin! Mittwoch heute. Ich dachte, 1,4er 16V Kaltstart. Interessiert euch vielleicht den Sound. Weil ich finde die Karre schon hart. Egal. Oha. Ja. Tja. Das übliche Problem. Irgendwas ist da nicht richtig, Alter. Jetzt die Powerbank. Alter, die Powerbank ist ganz voll. Trotzdem, ja. Ich glaube, jetzt könnte es besser sein. Hoffe ich mal. Warte mal. Oha. Ein Grad, sagt er. Gut. Erstmal Lüftung an, heizen. Jetzt mal Heckscheibe. Läuft gut eigentlich. Ist doch gar nicht so schlimm, wie ich mir das gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Hier, da ist Max gerade, den Passat nehmen wir mit. Und da vorne läuft der Hyundai schon mal warm. Ne? So. Nein. Schlüssel, ich komme, ihr seht ja, Max braucht mich. Ja, hier ist die ortsansässige Disco. Ja, hat Max auch schon gefilmt, glaube ich. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber für alle Fälle nochmal hier. Hier die Bullen eiern da noch rum. Feuerwehr noch da, qualmt noch. Das war meine Disco. Also bis heute Nacht irgendwann. In jetzt qualmt es halt. Jetzt sieht es aus wie so eine Shisha-Bar. Vom Qualm her. Ja, so schnell kann das gehen. Wenn mal irgendein Funke irgendwie falsch ist. Zack, ist alles weg. So, ich weiß jetzt gar nicht genau. Wo ist denn? Achso, Lampe habe ich heute noch gar nicht gehabt. Da. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern ich das jetzt gestern gezeigt habe, genau auf dieser anderen Seite. So. Aber hier kann man echt die Kerzen ahnen. Ich habe es jetzt geschafft, die neu zu machen. Guck mal, da unten sieht man den hinteren Stecker. Hier sieht man noch eine Kerze. Und da, hinter der Lichtmaschine vorbei, kann man, weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich versuche es halt einfach. Da ist noch eine. Muss man an diesen Schlauch hierher ziehen, den abmachen und dann kommt man so ein ganz bisschen da. Hier geht's, da drüben die beiden, die hinteren Beine sind sehr schwer ranzukommen, aber mit Geduld und Spucke kriegt man das auch fertig.
viel. Oh. Der ist ja leer. Oh, das ist aber nicht so schön, scheinbar. Also, mal gucken. Was ist hier los? Oh. Oh, oh. Okay. Müssen wir mal gucken. Automatikgetriebe, Öl wollten wir eh wechseln. Das ist schon mal gut. Anfangen tut das Ganze aber damit, dass die Schweller durch sind. Die Batterie ist auch tot, die kriege ich hier nicht mehr. Obwohl er sagt jetzt ready zu irgendwas, wollen wir gucken. Nee. So, das kann ich angeklemmt. Sehe ich gerade, ich Idiot. Einmal. Mal gucken. Wenn ich den jetzt anklemme, da passiert nichts mehr. Wenn ich jetzt versuche, normal so. Er sucht sich das, er guckt jetzt erstmal. Ja. Zieh nochmal den Stecker raus. Er nimmt das gar nicht mehr an. Die Batterie ist so in Moors. Überhaupt nichts. Hier kannst du machen, was du willst. Er hat einfach keinen Bock mehr auf dieses ganze Ding. Die ganze Batterie ist 1,1 Volt. Die ist tot. Ne? Regeneration hier oder so. Es ist gar nicht mehr möglich, da irgendwas zu machen. Die ist tot. Na gut. So. Ganze Zeit später. Immer noch Mittwoch. Wir waren ja mal mit dem Santa Fe beim TÜV. Der ist durch. Und, ja. Hat zwei kleine Mängel, aber. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Einmal die Bremsleitung, die sollen wir ein bisschen sauber machen. Wirklich nur sauber machen, das ist nichts. Alles gut. Ein bisschen einfetten noch und dann, was war da noch? Ah ja, die dusselige Scheibenwaschanlage. Gucken, dass wir da irgendwas gegurkt kriegen. So, gut. Jetzt sind wir bei diesem Bronco hier angekommen, Ford Bronco. Von Michi, der ist ja auch schon, ich glaube, der schon ist verkauft, angezahlt, je nachdem, was auch immer. War echt, Alter, war echt nicht so einfach. Ich wusste nicht, wie ich den hochkriegen soll mit meiner Bühne hier. Denn die Punkte, guck mal hier, die Punkte passen nicht. Hätte ich die hier angesetzt, das hätte nicht gepasst. Ich normalerweise, okay, das so geht ja, das ist ja der Rahmen, das ist ja in Ordnung. Ne? Normalerweise müsste ich aber hier mit dem dahin. Geht nicht. Ja. Ach, dann noch was. Mir ist heute echt richtig scheiße passiert. Echt, könnte mich so einen Arsch beißen, könnte ich mich. Echt. So eine Scheiße. Ja. Ich ärgere mich darüber. Ja, erstmal wollten wir zum TÜV fahren mit drei Autos heute Morgen. Gut, den Santa Fe, das hat hingehauen, der ist durch. Das Thema können wir abhaken. Ein Glück. Echt ein Glück. Dann wollten wir ja diesen Passat da mitnehmen. Na gut, machen wir erstmal hier mit dem Golf kurz. Auch schnell erledigt. Der Golf. Wir fahren rauf. Haben vorher noch gar nicht so groß. Auf jeden Fall ist er dann zum ersten Mal richtig warm gewesen. Ein bisschen Drehzahl gekriegt. Ganz deutlich zu hören, Lagerschaden, Alter. Der klackert sich einen zurecht, wie unglaublich, keine Chance, boah, vergessen. Können wir vergessen, hat sie erledigt mit TÜV, verkaufen sowieso. Dann den hier, ja, und das ist halt das Ding, Alter, was eben so ein bisschen mich betrifft, oder nicht so ein bisschen, so volles Programm mich betrifft,
Ne, vor dem Urlaub, Urlaub sage ich immer, Alter. Von wegen Urlaub. Vor Ghana, das war alles andere als Urlaub, echt. Vor Ghana haben wir noch gehabt hier, dass dieses Türschloss nicht funktioniert mit dem Schlüssel. Nicht aufschließen mit Türschloss. Hat Max mir auch vor dem Urlaub schon wieder, vor Ghana gesagt. Verdammt nochmal, Alter, echt. Gut, habe ich natürlich vergessen. Heute Morgen in der Hektik, Auto aufladen, hin und her. Wir haben den Schlüssel gesucht. Max hat den Schlüssel auch nicht gefunden. Dann habe ich den Schlüssel völlig in meiner Hektik, Schlüssel versucht, reingesteckt, passt. Okay, Schlüssel passt. Rausgezogen, Max hin, hier Schlüssel. Sagt Max, Alter, hast du den aufgeschlossen? Ich sage, nein. In dem Moment fiel mir das so ein, so. Scheiße, Alter, da war doch was, so in dem Moment. Und ich so, so ganz klein, Leute, so, nein, so, Mann, Alter, so. Ich sag, dann schon immer am Überlegen, scheiße, wie ist hoffentlich habe ich Glück, so, ne? Hoffentlich habe ich Glück, bitte, bitte, lass mich Glück haben. Wenn keine Chance, muss ich ihm das natürlich sagen, naja, muss nicht drüber reden. Sowas sage ich ihm auch, ist halt so, wenn ich Scheiße baue, baue ich Scheiße, trotzdem Mist. Ihr wisst wahrscheinlich selber, wie das ist, wenn man Scheiße baut. Am liebsten würde man sich auf einem anderen Planeten wünschen, ne? Ganz klar mein Ding. Wäre ja auch alles vielleicht gar nicht so wild, wenn das nicht ein richtiger Abfuck ist, das da wieder in Gang zu kriegen. Weil du musst nämlich jetzt so, wie das jetzt ist, zu ist, die Dinger sind zwar hoch, aber hier, du kannst machen, was du willst. Du kannst schließen, wie du willst, das Einzige, was hinten geht. Fahrradtür kannst du vergessen. Du kannst schließen wie ein Bekloppter, kannst machen, was du willst, kannst mit dem, der hier, mit dem Klick, mit der Fernbedienung, nichts geht. Du musst die Tür von innen, so wie sie ist, auseinanderbauen, die ganze Verkleidung, das muss alles ab. So weit, dass du an das Schloss rankommst und dann musst du das Schloss kaputt kloppen. Und kaputt biegen, kaputt brechen, bis irgendwann das Schloss so weit kaputt ist, dass die Tür aufgeht. So. Kann gut laufen, kann schlecht laufen. Ich habe es bislang einmal gemacht. Da lief es so mittelmäßig, würde ich sagen. Ich denke, das ist auch noch viel, viel schlechter. Es könnte besser laufen, könnte aber auch viel, viel, viel schlechter laufen. Wie es halt immer so ist im Leben. Ne? Oh, wenn ich so film hier, die Sitze. Obwohl, kann ich eigentlich. Schönes Auto, ne? Finde ich auch. Ist halt ein Gurkenprinzip-Auto. BVB, gefällt mir sowieso. Oh, alles klar, Nico. Naja, auf jeden Fall habe ich mir da ein kleines Ding geleistet. Da hätte ich auch dran denken können. Ne? Weil das ist dann halt wohl so, dass wenn man diese Autos oder diese Schlösser, wenn die halt eine Macke haben, wenn man die dann mit dem Schlüssel schließt, hat sich das erledigt. Einmal mit dem Schlüssel und nicht mit der Fernbedienung aufmachen und man kriegt die Tür nicht mehr auf und kann sich einfallen lassen und sonst was. Oder was halt sonst was. Das Einzige, was halt geht, ist das Schloss kaputt kloppen. Ich habe viel gesucht im Internet auch und so. Ich habe keine andere Möglichkeit gefunden. Es ist scheinbar die einzige Möglichkeit, die es gibt. Ja, die einzige Möglichkeit. Das Ding muss man halt zerstören. Komplett zerstören. Geil, ne? Hä? Geil oder was? Geil. Ja, Auto wäre schon besser, ne? Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die fährt gut. Und man kann sich echt auf die verlassen. Gut. Jetzt muss ich ja echt immer gucken, was mache ich mit der Karre, ne? Ich habe echt so ein bisschen Angst, ey. Muss ich echt sagen. Ich gehe da sehr ungern unter. So, geht er an? Geht an, ja, an. Gut, ja, hier. Kennen wir ja. Der 190er, das tolle Ding. Ist auch ein tolles Auto, ne? Jetzt wird immer besser, ne? Das Scheibenwischer geht bloß nicht. Hat überhaupt keinen Bock mehr. Haben wir hier mal so ein bisschen das auseinandergebaut, oder hier? Ja, hier. Nico hat das auseinandergebaut. Und dann haben wir gesehen, dass hier rennt dann so ein Ritzel hier. Ich denke mal, das, ne? Das läuft da so. Ritzel, ganz einfach. Verzahnung. So, jetzt ist die Verzahnung aber hier schon ganz schön angegriffen. Ja, jetzt sieht man es noch besser. Da
Ja, guck mal, ganz schön abgenudelt. Die würde wohl aber noch gehen. Hier fängt schon an. Und hier ist dann, ja, ne? Ohne Worte. Haben wir im Netz geguckt. So mal schnell nur dieses hier Plastikding. Das kann man auch, obwohl man es nicht glauben macht, aber das kann man wohl. Hier sind tatsächlich Schrauben hier unter. Dieses Ding kostet bei 72, 75 Euro oder was, ne? Mhm. Ja, gut. Super. Nur erstmal dazu. Ne, schauen wir mal. Ne? Max hat ja gesagt, ich soll alles filmen, was mir vor die Linse kommt. Mache ich jetzt. Ja, ansonsten hat er neue Reifen. War ja bei mir, habe ich ja auch gestern alles gezeigt. Ist das Ding eigentlich super, ne? Bloß dieser dusselige Scheibenwischer. Und, oh, richtig geil. Moment mal, halt. Eins, da haben wir noch was. Ha! Guck dir mal das an. Ne? Wissen wir ja noch? Diese super Türverkleidung, die hier oben total auseinandergeflattert waren. Guck mal, wie geil das jetzt aussieht. Schrauben drin, schwarz gemacht. Klar sind Schrauben drin, ist halt gegurkt, Alter. Was ist los? Ich find's gut. Mir gefällt's. Und ich bin mir eigentlich sicher, guck, die ist sogar noch in Ordnung. Ha! Siehst du? Und hier auch. Also, ich kann damit super, also ich könnte damit super leben. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, die Besitzerin kommt auch mit klar. Und was ist jetzt hier jetzt genau? Ach so, das ist dieser ganze Krempel, der da liegt von dem Scheibenwischer. Ja, aber so kann das denn gehen. Im Laufe der Zeit. Ich meine, scheinbar ist es ja auch so, dass diese Dinger hier öfter kaputt gehen. Sonst könnte man die ja nicht einzeln kaufen. Ne? Und hier sind halt wirklich Schrauben unter. Da sieht man eine, da so zum Beispiel, die diesen Reifen, diesen Halbkreis hier mit Plastikzähnen, diese Verzahnung festhalten. Also kann man das Ding auswechseln, weil es halt wohl öfter auch kaputt geht. Eigentlich ganz geil. Ja, eigentlich ganz cool von Mercedes, aber es ist ja bestimmt Bosch. Ich gehe mal aus, dass es Bosch ist. Gehe mal von aus einfach. Eigentlich ganz geil von Mercedes. Ja? Wenn das nicht über 70 Euro kosten würde, dieses scheiß Plastikding. Was schon eine Frechheit ist, finde ich. So, aber eigentlich bin ich immer, ich drücke mich nur, ich renne hier nur durch die Gegend, film allen Scheiß, weil ich mich in Wirklichkeit drücke, unter dieses Auto zu gehen. Ich habe echt, ich traue mich nicht, Alter. Schade, dass Max gerade nicht da ist. Guck mal hier, Alter. Da. Guck das. Das ist ein Wasserfleck. Da oben. Alter, die Hütte, ey, echt. Überall kommt hier Wasser durch. Naja, ist halt eine alte Halle, ne? Ist halt so. Aber es hat keinen Sinn. Irgendwer muss das ja zumachen, da das Loch. Von alleine wird es nicht gehen. Und um das mit Sikaflex zuzuschmieren, ist es zu groß. Na gut. So viel erstmal dazu. Pisspalt. Ha, ja. Neuer Look. Aufgestiegen. Von der Armleuchte zur Kopfleuchte. Schauen wir mal einen kleinen Zwischendings hier bei den Explorer. Jetzt bin ich gerade dabei, hier die ja, so ein paar Bleche reinzumachen, sieht man das so einigermaßen. Bin gerade hierbei. Ja. Ja, was soll man machen? Ne? Ich stückel das ein bisschen, mache hier halt die Löcher für diese Schwellerhalterung rein. Ja, da kommen dann später wieder diese Adults hier rein. Ja, gut. So schweiße ich denn jetzt halt hier rum. Bis später. Ja, gerade mal eben die Kamera in den Akku gewechselt. Zack, wieder irgendeinen falschen Knopf gedrückt. Fotomodus. Ich wusste gar nicht, dass das Ding fotografieren kann. Naja gut, ich muss halt noch viel lernen. Max gefragt, er hat das wieder in Ordnung gebracht. Perfekt. Ich wollte nur mal eben kurz den Zwischenstand zeigen. So, jetzt habe ich das hier eingeschweißt. Hier schleife ich gleich noch ein bisschen. Das hier verschraube ich dann mit diesem Dings. Das ist ja schon verschraubt, sieht man ja. Ich glaube, so ist das in Ordnung.
So, da kommt jetzt gleich noch hier Zinkspray drüber erstmal, dann trocknet das, dann mache ich das mit dem Sikaflex schön verschmieren, alles dicht schmieren, dass es ordentlich, ne, aussieht, und dann Unterbodenschutz drüber. So. Und danach kümmere ich mich halt um diese Ecke hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber zeige ich dann nochmal. Gut, dann schleife ich jetzt erstmal ein bisschen sauber da und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Ja, was soll ich sagen? Habe ich gerade ein Loch entdeckt da so. Was heißt entdeckt? Ich wusste, dass da ein Loch ist, habe mir das jetzt genau angeguckt und habe es für Scheiße befunden. Oh, Alter. Ja, und das ist wirklich Scheiße hier. Mal gucken, wo das mache ich, ehrlich. Na gut, das habt ihr schon mal gesehen, was soll ich sagen? Ganz tolles Loch. Richtig, richtig scheiße. Richtig, richtig scheiße. Das gleiche auf der Seite. Sieht nicht ganz so groß aus, ist aber. Was liegt denn da drin? Keine Ahnung. Egal. Das ist eine Schnitte. Oh, fast, Alter. Habt ihr das gesehen? Fast wäre die Kamera flöten gegangen. Oh oh. Na, auf jeden Fall. Kann man das so einigermaßen sehen, hoffe ich. Das ist mal so dicht gemacht. Dass ich hier irgendwie was um die Ecke legen kann, muss ich mir noch was einfallen lassen. Man weiß ja noch nicht genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das da am besten wegkriegen. Wegwischen, ob es eigentlich egal ist. Sieht sowieso keiner da unten. So, gut. Mal gucken, was ich da jetzt mache, Alter. Dieses Ding, Alter. Das ist kein einfaches Ding für mich. Also, muss mal gucken. Na gut, alles klar. Halbe Stunde ist auch Feierabend. Ich weiß nicht, ob ich mich vorher noch mal melde. Schauen wir mal. Wenn nicht, auf jeden Fall schönen Abend allen und bis morgen. Moin. So, inzwischen ist ein neuer Tag. Donnerstag heute. Ja, erstmal einen Kaffee, ne? Ja. Ich hab ein Problem. Ich hab echt ein Problem. Das hier. Na gut. Hilft ja nichts, ne? Aber das ist schon ein ätzendes Loch. Ich finde das echt ätzend. Also das ist nicht schön. Nicht schön zu machen. Das ist hier auch so ein. So was ganz Spezielles hier wieder. Schweißen ist auch wie ein Chrom und musst du schleifen und wie sieht das nachher wieder aus? Am besten das zumachen, da irgendwas drüber, dann den Chrom wegschleifen. Ich glaube, das werde ich auch so machen. Erst hatte ich gedacht, dass ich da irgendwie so Blech rüber niete, so im keine Ahnung, Mad Max Style oder so. Sowas hier in der Art, dass ich das hier so irgendwie so Dinger baue halt, die da so rüber gehen. Ist ja auch eigentlich relativ schnell gemacht. Aber vielleicht werde ich das auch einfach irgendwie zubraten und dann schwarz überlackieren, abkleben. Bis hier schwarz, fertig. Ich glaube, das geht auch. Das sieht auch nicht schlecht aus. Frage ich mal Max, was der davon hält, was er besser findet. Zwei Möglichkeiten. Zur Not, wenn es unbedingt sein muss, können wir das ja auch noch schwarz machen. Würde ich auch machen. Also ich würde es machen, glaube ich. Ich würde, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Erstmal würde ich es hinten machen, glaube ich, und dann würde ich mal gucken, wie das so gesamt aussieht, und dann würde ich mich entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Keine Ahnung, wenn es nicht unbedingt sein muss und das sieht doch so cool aus, dann kann man es ja auch so lassen, ne?
Hier ist dunkel alles. Ja, hier ist auch wieder mittlerweile fertig. Ab da der Mist. Weg. Ja, habe ich auch schon am Rumoxidieren. Wo ist er denn? Das sieht man gar nicht. Na ja, gut. Auch gleich mal hinlatschen. Guten Morgen sagen. Ist ja schließlich Harry. Eine Hand, Alter. Das ist ja super. Echt. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Hier mit einer Hand rumzufummeln. Hier überall steht mein Wasser rum. Noch mehr? Ne. Und die Karre hat mich wirklich ein bisschen erstaunt, muss ich echt sagen. Das sieht bedeutend besser aus, wie ich dachte. Aber ist schon irgendwie. Also ist wirklich. Ich habe gedacht, dass der bedeutend schlimmer aussieht, eigentlich der Scirocco, aber hat sich eigentlich als ein solides Fahrzeug herausgestellt. Und sowas wie Radbremszylinder, mein Gott. Da muss man sich nicht, wenn man so ein Auto fahren will, da darf man sich darüber, glaube ich, nicht aufregen. Das hat keinen Sinn. Das ist halt ein uraltes Auto. Ein uralt, alt. Machen wir Licht an hier. Was ist denn hier los? Was ist mit dir los? Alter, guck mal, was er hier macht. Kannst du Licht anmachen? Weiß nicht wo. Soll ich das mal zeigen? Guck mal hier. Hier ist so ein ganz kleiner Popelknopf an diesem weißen Ding. Dann drückst du drauf, dann geht das hier schon mal an. Ne? So, jetzt komm mit. Jetzt ist es kompliziert. Jetzt gehen wir hier hin. So, da ist einer für da oben, für die, und einer hier oben fürs Lager. Ist natürlich alles nicht so leicht erreichbar. Ich weiß nicht genau, welcher ist. Ich glaube, der mit dem Kreuz ist der mit der in der Halle. Ich habe das mal markiert, aber ich habe es mittlerweile, jetzt kriege ich das immer durcheinander, weißt du? Ja, super. Nee, doch, ist richtig. Genau, es dauert bloß ein bisschen, wie man sieht. Und dann, jetzt wird es richtig kompliziert. Da hinten ist ja, der ist ja da vorne, ne? Von den drei Schaltern der linke. Wenn du den anderen drückst, schaltest du draußen irgendwie dann was. Das ist auch nicht so gut, wenn das über Nacht an ist, weil das irgendwie 500 Watt oder so. Also scheiße. So, und hier ist wieder so ein ganz kleiner Pinökel. So. Das ist die Lichtgeschichte. Das wäre die Licht. So, und wenn. Und wenn der noch hier Licht ist. Dann hast du ja die beiden da in der Ecke. Der unterste ist halt Steckdose, oben ist Licht. Und damit du da nicht erstmal hinterkrabbeln musst, ich nehme mal das Ding, dies hier, und tipp auf den Schalter, weil ich faul bin. Ja, und bei mir hast du ja gesehen, da in der Ecke, die klick. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Da hinten in der Ecke hast du gestern, weißt du das noch? Ja. Ganz durchgehen und an der Wand halt, die beiden neben dem Kühlschrank da so. Weißt du, das hast du gesehen? Hab ich. Gut. Das war's. An Licht hier, glaube ich. Gut, irgendwie Max meint, der kommt ein bisschen später. Hat aber schon. Alter Schwede, hast du das Video gesehen mit den Käferteilen? Hab ich nicht. Ich auch, eigentlich, ne? Alter Schwede. Er hat mir gestern erzählt, irgendwie zwei LKW-Ladung. Ich glaube, das kommt sogar hin. Ne? Ja, 240 Tonnen hat er, glaube ich, gesagt. Ey, Alter. Ich habe erst gedacht, ne? Ich meine, ne?
Man übertreibt ja auch schnell mal so ein bisschen. Alter, das stimmt wirklich. Aber du bist raus beim Abholen. Alter, das stimmt wirklich, Alter. Was, ich bin raus? Ja. Abwarten. Das habe ich schon oft gehört. Abwarten. Die Frage ist auch, ob ich raus sein will. Ja. Der ist nicht nass, ne? Ja. Das sieht echt schon gut aus. Also, mir gefällt. Im Gegensatz zu vorher ist das ein... Du darfst ihn bloß nicht anfassen. Wieso? Noch nicht anfassen. Was ist denn damit? Oh. Oh. Was ist das? Wachs. Ja, gut. Der Lack braucht ein bisschen, wie sagt man, Feuchtigkeit. Hm. Also, egal was du machst, sieht schon besser aus. So. Alter, ich habe auch so zwei so blöde, so böse, dumme Löcher da vor mir bei diesem Explorer. Ja, ja, ich habe, weiß ich nicht. Echt. Naja, gut. Nutzt ja nichts. So, gut. Dann werde ich auch erstmal ein bisschen da mich mit meinen Explorer-Löchern beschäftigen. Und zwischendurch zeige ich den halt so ein bisschen so. Dachte ich mir. So machen wir das. So, da bin ich mal wieder. Mich fasziniert immer noch diese Stoßstange, unglaublich, ehrlich. Naja, gut. Jetzt habe ich mittlerweile hier so ein Blech reingemacht. Sieht ganz schön aus. Ist besser geworden, wie ich mit gerechnet habe. Naja. Wird wohl reichen, hoffe ich. Gut. Was ich jetzt aber noch gesehen habe, das hier. Ah, das kann man glaube ich nicht sehen, wegen dem Licht. Warte, das muss glaube ich da weg. So, dass die Bremsklötze weg sind. Na gut. Da ist nicht mehr viel von da. Gut. Wird Max sich drüber freuen, schätze ich. Scheiße. Naja, gut. Ich hoffe, dass sie nicht so teuer sind. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Alter Schwede, guck mal, sieht man das? Pullover, Arbeitsklamotten geschenkt gekriegt von Chef. Cool, danke schön, echt geil. Und vor allen Dingen, der Pullover ist echt cool. Also wirklich gut, angezogen und perfekt. Und auch der ist innen auch so, das kann man so komisch zeigen, ne? Das ist innen dieses ganz Weiche. Ist total angenehm auf der Haut auch. Also wirklich, das merkt man kaum. Ist richtig, richtig geile Qualität. Oh, ich bin begeistert. Fühlt sich gut an. Schön warm. Genau das Richtige jetzt für den Winter. Geil. Freut mich voll. Und das Beste ist, kann man auch kaufen. Ne? Gibt es bei uns im Shop. Also. Ne? Was soll ich sagen? Kaufen. So, mittlerweile. Schließen wir es. Mittlerweile. Ist wieder eine ganze Menge passiert. Na gut. Okay. Hier. Oh, ist jetzt so schön verschmiert. Alles sieht gut aus. Ich nehme hier mal die Lampe mit. Das hatte ich ja gestern schon mal gezeigt. Das, ein bisschen lauter reden, sorry. Das hatte ich ja gestern, haben wir gestern schon mal gesehen. Wird jetzt gleich schwarz gemacht. Unter Bodenschutz, zack, zack. Mittlerweile ist das hier auch passiert. War nicht so, war relativ, ging relativ zügig, muss ich sagen. Nicht so kompliziert, wie ich erst gedacht hatte. War ganz einfach. Das ist schon ein Riesenschiff, ne, die Karre, da gibt's nichts, ne. Das ist echt schon ein ganz schönes Auto. Na gut. Ah,
Dann ist jetzt hier noch, wie man sieht, dieses da Loch, was ich jetzt noch stopfen muss, zumachen muss. Das wird aber, glaube ich, bis auf... Moment mal, den kann man hier abschrauben. Ich glaube, den schraube ich weg. Hat mal ein bisschen mehr Platz. Okay, dann schraube ich diesen Halter, dann komme ich da viel besser ran. Haha. Gut. Das ist jetzt der Plan. Ja, das ist der Plan. Gut. Dummerweise sieht es ziemlich mau aus mit Gas. Hier ist schon gar nichts mehr. Ja. Aber solange der Zeiger hier noch nicht ganz auf Null abfällt oder unter 10 Liter fällt oder 8, 9 Liter fällt beim Schweißen, geht das noch. Solange ist noch was drin. Mal gucken. Kann sein, dass mit dem nächsten Punkt alle ist. Kann sein, dass noch ein Tag hält. Wir werden es rausfinden. Ah ja, dann habe ich mit Max gequatscht. Wegen der Stoßstange. Und der meint auch, Stoßstange, zack, zack. Machen wir gar keinen langen Hermann von. Da machen wir was drüber. Lackieren das schwarz. Fertig. Ende. Ich glaube auch, das wird gar nicht so schlecht aussehen, wenn das erstmal so ist. Junge, das ist schon ein Schiff. Echt. Guck die Hinterachsen an, das Differential, das ist schon ein ganz schönes Schiff. Export. Das ist ein Exporttank. Komisch. Hier, das ist ein Flüchtling. Ossi ist sehr gut auf die Kamera zu sprechen, wie man sieht. Er dreht den Bock. Ja, es ist Harry Schrauber hier im Moment. Was heißt im Moment? Es ist Harry Schrauber, nicht im Moment. Ist so. Ja. Aber Kamera ist nicht so sein Ding. Kommt vielleicht noch, vielleicht nicht, wer weiß es. Na gut, alles klar, dann würde ich sagen, dann kümmere ich mich um das kleine Loch da noch. Und dann sieht das schon viel besser aus in unserem Explorer. Kriegt er noch einen Getriebeölwechsel, kriegt er auch noch mit diesem Filter. Hoffen wir, dass er dann wieder vernünftig schaltet. Ja, ein bisschen Arbeit ist noch. Aber es lohnt sich, ich finde es eine coole Karre. Und außerdem ist er eh verkauft, was ist los? Muss fertig, ne? So, dann gucken wir nochmal hier eben noch was zum Zeigen. Die Bremse hier. So. Ein bisschen angerostet, klar. Machen wir ein bisschen mit der Drahtbürste gleich sauber. Alles. Aber hier, guck mal hier, guck. Schön leichtgängig hier alles, guck. Ohne Anstrengung. Das hier genau dasselbe, alles schön leichtgängig. Und der Kolben ließ sich auch super zurückdrücken, ohne irgendwelche besonderen Anstrengungen. Das legen wir jetzt hier drauf. Und dann sollte da eigentlich nicht mehr viel mit passieren. Schön. Machen wir das alles nochmal sauber, richtig schön. Diese ganzen Klammern, dieses ganze Scheiß ab. Cool. Aber war alles schön leichtgängig. So gefällt einem das. So ist das schön. Gut. Jetzt haben wir natürlich wieder richtig Glück gehabt. Naja, eher nicht. Den Golf. Der war ja der Motorschaden, den wir zum TÜV wollten. Den schwarzen Golf Kombi. So, jetzt baue ich hier zwischendurch noch eben. Weil er ja neue Räder gekriegt hat, neue Reifen. Gewuchtet und alles. Die geben wir natürlich nicht mit in Export. Ne? Einen habe ich hier schon raus runtergeholt. Das ist hier der alte. Der kommt gleich
zu den anderen. Und Nico baut die gerade um. Ne? Macht das Ganze aber nicht an der Hebebühne, sondern am Wagenheber. Hier, die tüdeln hier auch gerade rum. Wie gesagt, hier, er macht das am Wagenheber. Deswegen müssen wir das nacheinander machen mit den Rädern. Umziehen. Ne? Aber ist ja auch kein Problem. Kriegen wir auch hin. Guck mal da oben, seht ihr das? Da oben steht Jens. Ja? Erwischt. Erwischt. Ja, läuft. Ich wollte noch mal nach was nachtragen. Wegen dem Scirocco. Und zwar habe ich mir das Video angeguckt, wo ich das Licht hier mache. Ne? Und das ist ja total blöde. Das kommt ja irgendwie so rüber, als wenn ich deine Birne getauscht hätte und mich freue, dass das hingehauen hat, wie so ein kleiner Junge. Naja, gut, okay. Aber das Problem war, dass die Halter, dass hier hinten diese ganzen Deckel, die an den Scheinwerfern sind, dass die halt alle, ich versuche da mal so rein, halt diese Deckel dahinter, dass die halt zerbröselt waren und die ganzen Stecker, die da rangehen, das war alles im Eimer. So, und jetzt musste ich, also von hier habe ich dann eine Leitung rübergelegt, hier, dieses Kabel ist das hier. Ja, hier, das geht hier lang, da ja, kann man hier sehen, hier geht es lang, hier unter, hier sieht man es nochmal, da noch rumgewickelt und das verbindet dann die Scheinwerfer, dass die beide leuchten, weil anders ging es nicht mehr. War die einzige Möglichkeit für mich zumindest, das vernünftig zum Leuchten zu bringen. So, und das kam im Video irgendwie so rüber, oh, guck mal, der wechselt deine Birne, der Idiot, und freut sich, dass er das gebacken gekriegt hat. Ja. Wollte ich nur noch mal sagen, so. Naja, gut. Junge, das Wetter kotzt mich. Guck doch mal das Wetter an, ey. Junge. So eine Scheiße, wirklich. Könnte einem ja scheißegal sein, ne? Aber als Mopedfahrer ist das natürlich so ein... Bäh, so ein Scheiß halt, ne? Ja. Was ist hier noch so los? Hier noch irgendwas Interessantes? Weiß nicht. Der ist so neu hier. Der ist neu gekommen. Ja, ja. Der hat das Problem mit dem Zündschloss. Der wartet auf eine Lichtmaschine. Ja, weiß nicht, der weiß ich gar nicht. Der lebt einfach nur. Der Santa Fe ist durch den TÜV. Verkauft, schön, richtig cool. Der steht auch immer noch hier. Müssen wir jetzt auch mal gucken, was wir damit machen. Wird Zeit. So, und der ist auch neu gekommen. Von Dominik. Mit den Hondern zusammen wurde der getauscht. Oh, hier wird ganz nass. Das ist nicht schön. So, ich wollte noch mal gucken, wo die hier. So, jetzt mache ich erstmal hier weiter. Alles klar, ich wollte das nur noch mal erwähnen mit dem Licht. Ja, bis später. Oh, viel passiert hier eben gerade wieder. Ein Auto wurde abgeholt. Max ist ja nicht da. Ich wusste gar nichts davon. Ich wusste, dass das Auto abgeholt wird. Ja, dass das Auto verkauft ist, sagen wir mal so. Ja, aber wann es abgeholt wird, wusste ich gar nicht. Egal, ich kannte den Typ. Das ist hier einer, der kommt immer zum Museum. Ich kannte den, ganz netter Typ. Ich mag den auch. Ist auch egal, hat damit nichts zu tun. Auf jeden Fall alles bezahlt. Muss ich nur einen Schlüssel rausgeben, Nummern schöner. Wo ist denn diese Lampe jetzt? Ah, in der Ladung, Alter. Mann. Ja, voll Öl, das Ding. Toll. So, also mittlerweile ist ja auch zugeschweißt. Also sowieso, jetzt werde ich das dicht schmieren. Kommt unter Bodenschutz drauf. Und dann ist gut. Ja, habe ich auch schon gezeigt. Das hatte ich auch schon auseinander. Gab es noch irgendwas jetzt? Oh, diese, guckt euch das mal an. Oh. Dieser verdammte Laubscheiß.
Ich hasse es, ne? Im Herbst und was auch ganz schlimm ist im Frühjahr, diese das haben wir so irgendwie so weiß ich nicht, so volleyartig irgendwie. Die fusseln so über den Boden. In jeder Ecke sind die Dinger, die sind auch so nervig. Im Herbst und im Frühling. Naja, gut. Ist halt so, ne? Gut, ich werde mal weitermachen. Ist auch gleich Feierabend. Ich muss heute ein bisschen früher los. Ja, Max ist noch nicht wieder da. Ah, den Scirocco habe ich gerade eben noch gemacht. Von ihm. Das Lenkrad dran gebaut. Halt, ich mach mal das Tor eben runter. Ich will keinen Bock. Kein Bock auf noch mehr von diesem scheiß Laub hier drin. Ja. Gut. Jetzt haben wir bei dem Scirocco. Bei Max ist gerade ein Auto holen mit Nico. So. Und er meinte, er macht das Lenkrad dran. Oder? Ne? Ja, klar. Ja. So, Lenkrad, mach das noch gerade, habe ich gerade gemacht. Jetzt habe ich es festgeschraubt, es hupt dauerhaft. Immer. Also, wir mussten ja, da war ja vorher dieses andere Lenkrad drauf halt. Dieses vom Golf 2. Ich glaube, das ist vom Golf 2. Ich kenne mich da nicht so aus. Wisst ihr, ihr habt das ja auch gesehen. Man muss sich jetzt eigentlich, wisst ihr selber, was da für ein Lenkrad. Das so eins hier halt. Ne? Habt ihr auch tausendmal gesehen. Ich sage, eigentlich unnötig, das zu zeigen.